So, für alle, die das auf YouTube gucken werden, moin moin. Gestern oder vorgestern kam Yu-Gi-Oh! Master Duel raus. Und ich glaube, dass das richtig, richtig geil sein könnte oder geil sein kann. Deswegen gucken wir jetzt hier mal rein. Datenschutzerklärung ist klar. Ich habe bestätigt. Ja, ich weiß Bescheid, mein Freund. Hast du jemals das offizielle Yu-Gi-Oh! Sammelkartenspiel gespielt? Boah, aber. Ich habe es in der Vergangenheit gespielt. Hast du jemals von der App Yu-Gi-Oh! Duel Links gehört? Ja, habe davon gehört. Ja, ich habe jeden teilgenommen. Zack. Fertig. Also, Yu-Gi-Oh! Duel Links gibt es auch fürs Handy. Das ist so eine bisschen abgespecktere Version. Man kann also keine. Korrigiert mich, falls ich falsch liege. Aber ich meine, man kann keine 5 Karten legen, sondern nur immer 3 und 3. Und auch mit den Opfern, meine ich, ist das auch ein bisschen anders. Tutorial. Komm, machen wir das Tutorial. Praktik. Ich sehe nicht, was da steht. Facecam. Ah, überspringen. Nein, das spielen wir natürlich. Wir wollen hier alles machen. Ich habe so Bock. Vielleicht kriege ich ja mein altes Deck wieder zusammen. Weil, also ein bisschen kenne ich mich auf jeden Fall noch aus. Okay. Draw Phase, Standby Phase, Main Phase. Vom Weltkelch herbeigerufen. Aber wieso kriege ich nur eine Karte? Beschwören. Let's go. Angriff. Angriff. Battle. Angriff. Angreifen. Boom! Beende deinen Spielzug. Mache ich. Was hat der für ein krasses Monster da? Krasse Karte. Und damit haben wir gewonnen. Ich meine, es ist nur Tutorial, aber das ist auch ein bisschen schwach, ne? Victory! Abgeschlossen. Zack. Ich glaube, damit kann man Packs Booster kaufen. Spielen. Bin ich immer gespannt. Oh, eine Fallenkarte. Fähigkeitserbe. Ja, das gleiche Monster. Ja, mache ich. Setzen. Beschwören. Also wer jetzt hier irgendwie nicht weiß, wie das Spiel funktioniert, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Dann würde ich da nochmal ein Tutorial machen, aber wer nicht weiß, wie Yu-Gi-Oh! Funktioniert, Leute. Kraft euch. Was hat der für ein krasses
Dein Gegner hat den Kampf eröffnet. Effekt einer Karte aktivieren. Ja. Ich weiß gar nicht, was sie kann. Erhöht Attacke. Ah, Fusion. Der Klingenritter. Cool. Mein Friedhof. Fähigkeitserbe. Lass mal sehen, was du möchtest. Plus 800. Alter, das ist gut. Plus 800 ist nice. Beschwöre ich noch hier das Monster. Zack, und dann Angriff, mein Junge. Battleface, let's go. Angriff, 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 Angriff. 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 So. Victory. Jetzt habe ich hier einen richtigen Kampf. Okay, jetzt muss ich mal ein bisschen lesen. Was kann das? Das haben wir eben gemacht. Was ist das? Alle Monster, die du kontrollierst, erhalten nur während deines Spielzugs 300 Attacke. Attacke. Alle Monster, die du kontrollierst, erhalten nur während deines Spielzugs. Okay, gut. Staubtornado, wer kennt ihn nicht? Legendäre Karte. 1800, rein da. Ende. Nein, nein, will ich nicht. Beschwören ein. Ach, das ist eine Feldkarte. Ja, die aktiviere ich doch mal. Angriff. Nein! Ach. Upsi. Ach, als ob. Ich hätte nicht gedacht, dass das Tutorial so schwierig wird. Ich mach mal ein bisschen die Musik runter, oder? Ist ein bisschen laut. Machen wir mal so, ne? Was kann denn meine Karte? Will dann, da die verschwört werden soll. Der hat nur 1300. Ich juck mich gar nicht. Weg da. Nö. Nö, wieso? Der hat nicht genug Angriff. Ja, jetzt ja. Effekt
Tschö. Tschüss mit Ös. Jetzt gib mir eine Karte. Aufschlag, geht das auf alles? Also auf eine Monster mit dem Hülsen, der wird das dein Gegner kontrolliert. Zack, aktivieren. Weg mit der. Aufs Feld. Mit deinen 300 Angriff. Battle. Angriff. Angriff. Zack. Tutorial gerockt. Level 2, so muss das sein. Gate clear. Ich habe doch am Anfang Deutsch ausgewählt. Wieso ist jetzt alles auf Englisch? Es gibt so viele Karten und Duolanden, die du entdecken kannst. Schnapp dir dein neues Deck und begib dich in die weite Welt des Duellierens. Das machen wir. Synchro der Einheit. Macht des Drachen. Link-Erzeugung. Ja, Leute. Also. Obviously, oder? Das ja, was ist das denn für eine Frage? Auswählen, brauche ich gar nicht zu gucken. Schimmerdrache, ich sehe es ja schon. Weißer Drache. Kaisergleiter. Let's go. GG, sage ich da nur. Was will er? Bitte gib einen Spielernamen. Ach so, ups. Sweet Lou. Okay. Trophäe. Und Daten runterladen. So, dann würde ich sagen, war es das erstmal für die erste Folge mit dem Tutorial. Und ich werde da mal gucken, ob ich dann das ganze Game Let's Playen werde. Und dann komplett auf YouTube hochladen werde. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, abonnieren und die Glocke anmachen. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.